Okay, ich glaube, wir sollten das Ding hier einfach hier hinten absetzen. Und das hier, 116, schaffen wir das noch? Nee, ich glaube nicht, dass wir da, müssen wir noch eine Eruption abwarten. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. 1 Minute 5, 1 Minute 4, 1 Minute 3. Vor der Landung habe ich die Gegend nach Mineralienvorkommen gescannt. Ich schicke dir noch ein paar Daten. Das ist schön, danke sehr, Gabriel. Das ist ein toller Name auch. So. Okay, das müssten alle sein. Das ist Steuerung 3 wieder. Ja, okay, es sind alle unsere Leute. Okay. Dann kommt mal hier hoch. Das Ding hebt auch ab. Das landen wir auch mal hier hinten. Weil, wieso nicht? Die sind auch super drauf noch. Okay. Gut. Das sollte jetzt wunderbar funktionieren. Hoffe ich doch zumindest. Ja, das wird. Ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ach, keine Ahnung. Ich frag mich jetzt gerade. Ja, genau. Das war das. Hallo? Gut. Was wollen die denn? Die? Ach so, die wollen die ganze Zeit reparieren. Ah. So, wir, das ist jetzt zu niedrig. Okay, gut. Gut. Schön. Können wir noch ein bisschen Hopping machen, theoretisch? Ein bisschen Base-Hopping? Ach, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und den hier schicken wir mal gerade zurück. Der hier kann eigentlich auch noch zu denen mit hinzu. Zu 4, so. Das Vierer-Squad. Okay, und unsere 3 kann jetzt auch wieder wunderbar Distance minen gehen. So hoch damit. Und runter da. Gut, irgendwo saugt hier jemand im Haus. Hört man die ganze Zeit ein bisschen. Ja, gut, greif mal an. Super. Sieht sie jetzt schön? So, 4. Seid ihr alle gut drauf? Ja, ihr seid gut drauf. Hört sich an wie so eine Hip-Hop-Ansage. Seid ihr alle gut drauf? Ja. So, das waren die. Und hier hinten geht's auch gut ran. Ja, die machen schön ihre Arbeit. Super. Freut mich doch. Dieses Ding hier. Naja, gut, da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Ist ja wurscht. Okay, jetzt heißt wirklich nur noch warten. Und wir können ja nochmal erkunden gehen. So halb zumindest. Das sollte eigentlich gehen. Ja, das schaffen die, glaube ich. Ja, das schaffen die. So macht man das Leer eben kaputt. Und wenn wir Glück haben, greift auch hier niemand unsere Basis an. Aber ich heb trotzdem mal mit der nochmal ab. Dann setze ich hier wieder zurück. Nee, seid ihr doch gar nicht. Ihr kriegt das doch super hin. Und sammelt mal die ganzen Mineralien ein. Yeah! Das ging schön. Saubere Arbeit, Jungs. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Jetzt lasst uns aus diesem Drecksloch verschwinden. Schon fertig. Du bist wirklich so gut, wie die Leute sagen, Vena. Ich habe das Gefühl, dass ich noch weit mehr Geschäfte, über die wir uns unterhalten. Oh, der arme Space Marine da. Der war der Arme. Wurde da allein zurückgelassen. Tja, Einheiten verloren 12. Geht so. Die sonst zwei befähigte Einheiten 21. Freigestellte Zerg-Forschung, bla, oder ist getötet, auch schön. Gerettete Einheiten, hui. Gut. Tolle Sache, das. Gut. Schön. 19 Minuten 4 ging relativ lange die Mission. Bin ja so nicht gewohnt. Aber es lag jetzt natürlich auch daran, weil es mehr so eine Abwartemission war. Ich hätte jetzt natürlich noch mehr VBS produzieren können, aber was soll's. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein. Und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl.
Irgendwie habe ich das Gefühl, unser Team hier besteht nur aus Meuchlern und ehemaligen Knastis. Naja, gut. Sehr vertrauenserregend auf jeden Fall. So, wir haben wieder mit Teiches ein Gespräch. Die sind ja immer sehr interessant. Naja, mittlerweile ja nicht mehr so. Dann auf der Brücke. Ach, da könnten wir mit dem Schosch mal reden. Naja, gut, machen wir mal. Ah, da bist du ja, Mann. Wir geben ein gutes Team ab. Du und ich. Was machst du hier, Tosh? Unser Deal ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Auf einem Planeten namens Belshir. Interessiert? Vielleicht. Was springt denn für mich dabei raus? Ich habe nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Raynor alles tut, um Mengsk die Hölle heiß zu machen. Und dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später. Naja, gut. Das war Tosh. Interessant. Okay, was machen wir sonst noch so? Mag den Tosh irgendwie noch nicht so. Der hat so komische, scary Augen. Okay. Hansen, was hast du denn so zu erzählen? Aus reiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jorium gefunden habe. Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz ohr, Doc. Was sind das für Eigenschaften? Jorium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Was zur Hölle hat Tosh nur damit vor? Gute Frage, keine Ahnung. Vor allem, was weiß ich, Mineralien, die benutzt man auch nur zum Bauen von Marines. Oder so. So, Arsenalkonsole, wir haben ja einiges an Geld. Oh mein Gott, wie viele sollte wir jetzt hier auf einmal haben? So, ich denke, jetzt wäre doch angebracht langsam mal unsere Space Marines, unsere Sanitäter weiterzuentwickeln auf die nächste Stufe. Oder? Keine Ahnung. Eigentlich ganz nett. Gucken wir uns vorher nochmal den Rächer an, was da so gibt. Aha. Ja gut, ist interessant. Mal sehen. Antipersonenladung. Auch schön. Kann man nichts gegen sagen, sind nett. Aber trotzdem. Was haben wir noch beim Marauder? Okay. Ja gut, so Zeitlupen-Rennen ist auch schön. Schön. Okay, und das hier, ach ja, das war das. Da kriegen wir einfach nur mehr Panzerung. Okay, gut. Sehr interessant. Da haben wir hier noch den Feuerfresser. Hatte ich das schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, schön. Haben halt mehr Rüstung. Und das hier? Ein Feuerfresser hat einen größeren Flächenangriff. Okay. Gut ulkig, aber ich benutze die Dinger sowieso kaum. Insofern nehmen wir einfach mal das für den Sanitäter mit. Das können wir uns auch super leisten. Und wir haben bei der Basis noch jede Menge Zeug. Erhöhte Trefferpunkte von Raketentürmen und 75. Tja. Brauchen wir das? Nee, nicht wirklich, oder? Sehe ich zumindest derzeit noch nicht, dass wir das brauchen. Okay, gut. Dann war das das. Dann sparen wir die Punkte lieber nochmal. Ach ja, wir könnten auch mal gerade im Labor gucken. Wir haben nämlich gerade keine Forschung mehr, aber wir kriegen bald neue Forschung, weil wir haben jetzt gerade 9 volle Punkte. Und dann würde als nächstes eins davon dazu kommen, Planetare Festung oder Inferno-Turm. Was beides eigentlich ganz schön ist und bei den Protoss haben wir auch bald noch was zum Erforschen. Gut. Okay, schön. Dann mal zurück auf die Brücke, denke ich. Und geguckt, was wir denn da so noch haben an Missionen. Vom Tosh haben wir zum Beispiel noch eine, fällt mir gerade so auf. Ja, meinte er gerade. So, wir haben Belshir, Meinov und Tarsonis zur Auswahl. Guck mal Belshir an. Auf Belshir gibt es ein sehr
seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Ja, keine Ahnung. Der Tosch, der führt ja irgendwie sowieso weit im Schilde. Insofern, dann gucken wir einfach mal Tarsonis. Eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Boah, Profit, 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 Geld, 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 Geld. Naja, gut. Ich denke, wir helfen erstmal, oder? Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor. Das kennen wir doch schon. Wir machen einfach mal Meinhof. Geht zwar nicht so viel für Sorgforschung, aber wir kriegen ja beim nächsten Punkt sowieso irgendwas Neues. Insofern machen wir einfach mal das. Und ja, machen wir das. Start nochmal. Meinhof-System, 4.53 Uhr Bordzeit. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuer beikommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein. Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings. Es gefällt mir überhaupt nicht. Lecker. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Na, hoffen wir doch. Das werden wir auf jeden Fall tun. Sonst will ich nicht mehr Fioren heißen. Hey, Epidemie. Seien Sie während der Tagesstunden aggressiv, verwenden Sie schnelle Einheiten, um sich schneller fortzubewegen und seien Sie bei Anbruch der Nacht wieder im Lager. Okay, gut. Fein, fein. Ich bestätige mal. Ui, up. Was nicht wird? So. Hauen wir das mal. Ne, das war natürlich blöd. Auf die 1 und auf die 2. Ja gut, auf der... Da ist ja schon alles fertig. Muss ja gar nichts mehr aufstellen hier. Aber wir sollten trotzdem... was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Erstmal Medics basteln. DBF bereit. Dann kommt hier einer hin und da einer hin. Auf 1 immer schön weiter. Dingensens Marines. Auf geht's, Jungs. Ja, wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung Space auf dieses Lager übergreift. Errichtet einen Verteidigungsring. Space Construction Vehicle. Keine Schwäche für Frau Doktor oder Jimmy. Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. So, jetzt haben wir drei Sanitäter jeweils. Und jetzt kommen noch zwei Marines hinterher. Okay, und wir sind jetzt ganz gut erstmal im Geschäft. Wir haben so viel Versorgung, heißt, ich hau hier nochmal ein Versorgungsdepot hin. Und ja, jetzt geht's halt wieder mit dem Warten los. Ist immer ein bisschen langsamer, das Spiel in der Kampagne, als der Multiplayer. Der Multiplayer, den werden wir auch spielen. Keine Frage. Allerdings werde ich da... Naja, gut, ich werde es ein bisschen halt spielen. Nicht so viel, weil ich bin nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich bin schon annehmbar, aber halt nicht extrem gut. Ist jetzt sowieso ja mehr so ein Rumzeigeding. So, guck mal, da hinten ist schon Nacht. Heißt, da sind schon irgendwelche Viecher draußen. Oder? Ja. Und da ist noch mehr Zeugs. Ja, Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Okay. Nett schön. Heißt, wir müssen bald mal gucken, dass wir hier so ein bisschen unsere Leute verteilen. Dann sollten die auch möglichst auf Distanz bleiben. So. Sollte das Ganze funktionieren. Dann kommen die immer dahinter. Ah, es ist jetzt Nacht. Danke, freundlicher Chat. Wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Macht euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. Nee, habe ich jetzt nicht so gedacht.
So, ich will die eigentlich möglichst, dass sie die Position halten hier. Ich hoffe, das tun die auch. Weiß es nur nicht. So, die kommen alle so dahin. Dann bilden die hier so eine Art Halbkreis. So. Okay, wir haben ziemlich viele Mineralien auf Überschuss. Okay, wir können da schon mal nichts machen. Nee, können wir nicht. Dann können wir eigentlich nur zusätzliche Baracken hinwerfen. Und ich baue auch gleich noch ein paar Bunker. Ah, die bauen wir dann hier draußen. Damit ich möglichst viele nebeneinander kriege. Und hier auch. Deswegen warte ich da lieber noch ein bisschen. Und hier, ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir keine von den fortgeschrittenen Einheiten. Gut, Feuerfresser wären nicht so schlecht. Aber wir kriegen noch bessere im Laufe des... Naja gut, das, ich spoilere jetzt mal nicht. Und wir haben auch kein Vespiugas. Das heißt, ich schicke hier einfach mal ein paar Leute. Und alles ist fein. Okay. Ja, ja, du hast ein Medic hinter dir. Nein, doch nicht. So, ja, super. Okay, laufen wir ein bisschen nach vorne, weil die blöden Dingensens kriegen das nicht hin, so weit hinten zu stehen. Ja, okay, kommt mal hier rum. Ach nö. Bleib mal hinten, bitte. So, okay, gut. Das läuft ja perfekt. Da kann ich dir auch gleich auf den Klumpen hauen. So. Was soll's. So. Ja, dann sitzen nicht alle auf dem Klumpen. Kommt mal zurück, ihr blöden Penner. Deswegen mag ich Feuerfresser nicht. Weil die Typen immer wieder zu den Leuten hinrennen. Das nervt. Und dann kommen die Medics nicht hinterher. Ach, Mann. Wie gesagt, ich hasse Feuerfresser eigentlich. Ja, halt auch die Schnauze. Ich bin froh, wenn du stirbst. So. Okay, jetzt haben wir... Ah, ja, wir haben genug Zeug für alle vier. Nee, doch nicht. Ach so, ja. Dann haben wir hier noch Tech Labs. Dann können wir noch eins oder zwei Feuerfresser anheuern. Aber nur, damit ich die später in einen Bunker reinstecke. Weil die sich da wenigstens nicht bewegen. Das ist für mich der Hauptgrund, wieso ich Feuerfresser in den Bunker reinpacke. Packe. Ja, ja, jetzt noch mal nach vorne. Eigentlich sollte ich die Feuerfresser ganz nach hinten tun. So, komm mit nach vorne. Du gehst mit nach hinten. Komm nach vorne. So, die Dinger sind fertig. Heißt, ich hau jetzt einfach noch mal ein paar Feuerfresser raus. Für spätere Bunker. Ja, schön. Aber ganz ehrlich, so heftig ist das jetzt noch nicht. Ich glaube, was wir machen... ist einfach mal, wir hauen jetzt hier die Marines auf die eine Seite und die Dingensens auf die andere. So, dann kann ich die Kontrolle mehr hier übernehmen. So, ja, das sollte besser gehen. Ja. Ich glaube, das funktioniert besser. Einfach von der KI her. Ich habe Konstruktionspläne, um die Hellions zu bauen, die du auf Masara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. Okay. Jo, super. Danke sehr für die Hellions. Oh, schön. Guck mal, das ist ein Feuerfresser. Ja, so funktioniert das wesentlich besser. Wenn die sich hier einfach so aufklumpen. Und die hier sind auch ganz gut drauf. Ja, die funktioniert auch super. Funktioniert alles schön. Dann ist das auch gar nicht mal so schlecht. So, ich hau mal noch zwei, drei... genau. Zusätzliche... BBFs raus. Die Sonne geht auf. Nur noch ein bisschen durchhalten. Und du gehst auch zurück. Und jetzt... Guck mal, ja, wir kommen hier gut zurecht. Ist auch noch keiner... Ja, ist noch keiner gestorben. Heißt schön. Und jetzt mit diesen zusätzlichen Mineralien, die wir hier gerade aufgesteckt haben... gestackt. Werde ich einfach hier vorne mehrere Bunker hinzimmern. Möglichst hier so, da und da so. Um hier maximale Verteidigungslinie zu kriegen. So. Jetzt ist Tag.